Arena. Arena geht wohl nicht nur sonntags. Da können wir eigentlich auch. Ah, das ist jetzt zu lange her. Ach komm. Guten Tag. Nach der ja. Wo kann man sonntags vom Schiff hin? Zu den Islands. Einen Tag, anderen Tag wieder gar nichts. Kommt man nirgendwo hin. Da kommst du nirgendwo hin. Uncool. Wie kommen wir jetzt hier weg? Dann laden wir das doch mal. Gehen wir nicht nämlich nach. Dann gehen wir nämlich nach Harmondale zurück. Eisen haben wir noch nicht gesammelt. Was machen wir denn mal hier hoch? Nix eigentlich, ne? Irgendwie eher Körpermagie oder so. Könnte man hochmachen. Weiß, wenn wir eine neue Fähigkeit haben. Meditation. Meditation machen wir hier hoch. Schön. Hier können wir auch einmal Meditation hoch machen. Und Alchemie, ich will die Tränke auf jeden Fall haben. Die werden uns sehr, sehr viel bringen. Ich bin noch gar nicht Experte. Habe ich das da oben alles noch gar nicht gemacht? Feuerexperte noch machen. Oh, denn wird einer Zauber wird dann doch schon ordentlich reinhauen, oder? Schnelle Erholungs. Aha. Aha. Mahlzeit. Ihr seid hier ganz schön gut teuer, ihr Elfen, finde ich. Na, was bist du da oben? Ein Bürger. Ein ganz normaler Bürger. Apropos Bürger, jetzt was zu essen, ne? Was nehmen. Ich würde was nehmen. Schutzmagier. Aha. Mystiker. Was kann der Mystiker? Kann auch bestimmt Tränke herstellen oder so. Was ist denn hier in dem kleinen Zelt hier drinne? Sechster Sinnmeister. Sechster Sinn hast du noch nicht oben, ne? Ist jetzt bei 2. Hm. Könnte man hier natürlich auch Kette hochmachen, ne?
Finde ich hier noch Meditation-Experte? Das wäre doch top. Ach, ich habe doch eh kein Geld. Ach, mit dem einen Zauber hätte ich halt nicht machen sollen, da habe ich mich verklickt. Dass ich den gekauft habe, ärgert mich ein bisschen. Oder war das einfach zu weit? Das hätte noch mal laufen müssen, hatte ich keinen Bock zu. Gut, dann können wir eigentlich jetzt zurück nach Harmondale. Ich will nämlich jetzt demnächst eigentlich mal die Zwerge besuchen. Ich spreche mit den Zwergen in Steinstadt im Tal der Hügelgräber, um zu erfahren, wie ihr Schloss Amon die wieder aufbauen könnt. Wollen wir sonst da erstmal hin? Aber ist das ein... Ist das ein... Ich weiß gerade nicht genau, wo das ist. Steinstadt. Wo ist denn die Steinstadt? Wo muss man dafür hin? Aufgaben gucken. Nee. Harmondale befreit. Also mit den Goblins habe ich schon. Laterne des Lichts. Findet Barons Bruder habe ich. Findet den Siegelring. Ah, okay, da ist es. Ja, aber wo ist das Tal? In Stone City. Ist das doch eine eigene Gegend? Ist das doch eine eigene Gegend? Tal der Hügelgräber. Scheint wohl so zu sein. Aber ich habe da nichts gefunden, wie man da hinreisen kann. Da finde ich tatsächlich nichts. Oder ist das Bakar Desert? War das in so eine Wüstenlandschaft? Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Bahamondale ist auch eigentlich erstmal ein ganz guter Ausgangspunkt. Los geht's. Denke ich. Immer so. Dann können wir ja nach Eresia, wie es heißt, reisen. Es ist natürlich genau Montag. Sonntag haben wir direkt verpasst. Typisch. Hallo, ihr wollt reisen? Ja, Hallo, da wollen wir hin. es geht so. Und dann ist hier nämlich gleich die Aufgabe irgendwo. Für den Siegelring. Den müssen wir noch holen.
Wir müssen auch immer noch Platte lernen. Wir müssen auch immer noch Platte lernen. Guten Tag. Oder guck mal, der hat jetzt mittlerweile schon mal Platte dabei. Und eine Krone. Aha. Das meckert er bestimmt, wenn ich einfach so rausgehe. Warte. Guten Tag. Platte. Ah, guck mal, wie viel willst du dafür? Ihr habt nicht genug Gold. Okay. Aber nichts zum Verkaufen, ne? Ein paar Blumen, Topas. Räuber. Pirat. Medusen. Da müssen wir auch später nochmal. Schildexperte. Pirat. Pirat. Also ihr habt Lord Markhams Wettbewerb gewonnen. Und wie gefällt euch euer Preis jetzt? Schon genug? Wenn ich in eure Haut stecken würde, würde ich ihn schon wissen lassen, was ich davon halte. Seine Villa ist in Tatilia in der Nähe des Steges. Aha, soll ich da vorbeigehen nochmal und ihm ein bisschen sagen, ey, das war nicht so toll? Ah, ich hab doch Erze. Du hast auch Erze. Ah. Toll. Bis wir da was Gutes rausfinden, rausziehen, würde ich sagen. Laden wir das jetzt kurz immer mal wieder. Dolch. Was soll ich denn mit dem Dolch? Speer könnte sie gebrauchen, ne? Aber den hat sie schon. Warte mal, vielleicht mit Glück geht da vielleicht mehr. Wenn wir jetzt mal die Erze, Eisenerz, hier geben. Kommt nichts Gutes bei raus, ne? Dann lassen wir das noch erstmal. Das machen wir später. Rüstung schmieden. Ah, wir könnten noch eine Rüstung schmieden. Was brauchst du dafür? Seid gegrüßt. Hier. Was? Ich brauche Erze von euch. Kann ich denn nur so einen Mist bekommen? Oder auch was Gutes? Das war der Waffentyp. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da immer nur das gleiche bekomme. Ah, Leder. Wie kann man denn aus dem Erzen Leder herstellen? Ist das überhaupt möglich? Fragt man sich jetzt. Da fragt man sich doch, ob das überhaupt möglich ist. Wohl einmal gut Leder bräuchten wir. Ach, der kriegt bald Platte. Hoffe ich. Wem soll das denn nützen? Nö. Dann lassen wir das noch erstmal. Machen wir später irgendwann. Oh, jetzt müssen wir uns erstmal wieder durch die ganzen Häuser jagen. Überall Moin sagen. Aber erstmal kräftig Schluck nehmen. Wenn man dann Stärke bekommt, das ist doch schon mal ganz gut. Oh. Kurz mal was Neues zu trinken holen. Gut, ich habe mir was Trinken hier schon hingestellt. Denkt halt einfach mit, ne? Königsgreif? Was machst du denn hier?
tut mir aber nichts, das ist doch schon mal die Hauptsache. Mitglied in der Geistergilde, bin ich doch schon. Bin ich schon Mitglied. Alles gut. Hey, können wir die nicht mitnehmen? Wie sieht das nett aus? Schönste im Lande. Ein Moment, ich muss kurz nachsehen. Spiegel in Spiegel an der Wand. Die Hexe starrt für ein paar Minuten ihren Spiegel. Dann seufzt sie immer noch. Alice, irgendwer, sie lebt auf Schloss Griefenherz. Das Mädchen ist eine echte Schönheit. Ist sie wirklich? Erinnert mich an meine eigene Jugend. Tut sie wirklich? Mhm. Aha, aha, aha. Das ist ja nicht so wirklich was Schlaues zu sagen. Da war ich. Kopfbild ja Kreuzritter. Ihr wollt auch Kreuzritter sein. Langsam quillt unsere Stadt von den Übern. Glaub es mir. Naja, es gibt hier einen verrückten Kerl, der im hinteren Teil eines Landes in Stadtmitte wohnt. Er versucht immer wieder, welche sich von ihm helfen zu lassen, aber er weist alles ab. Oh. Da, der Prinz der Diebe. Passt auf eure Geldbeutel auf, solange ihr hier seid, mein Freund. Sedgwick ist wohl von Dieben. Um genau zu sein, ist es wahrscheinlich die Hauptstadt der Diebe. Es ist allgemein bekannt, dass Bill Lasker, der Prinz der Diebe, in der Kanalisation unter Sedgwick lebt. Okay. Wissen wir das doch auch. Was ist da in der Truhe? Warum steht hier einfach eine Truhe? Der Sache vertraue ich nicht ganz. Ist auch nichts drin. Guten Tag. Wollt ihr etwas über die Arkham-Mage-Meisterschaft erfahren? Nee. Den Auftrag glaube ich nämlich nicht an. Kein Bock auf Spielen. Geistermagie-Experte. Aha. Geistermagie? Hab ich ja noch gar nicht. Bist du ein Räuber? Rechtmeister? Körpermagie müsste ich noch lernen. Was verlangst du hier? 1000, okay. 1000 kommen wir auf jeden Fall wieder. Greifenfedern? Was habe ich denn mit? Ich habe Pfeilspitzen. Im ganzen Land finden Prüfungen statt. Wenn ihr gut genug seid und ihr die Prüfung besteht, erlangt ihr Fähigkeitspunkte, mit denen ihr tun könnt, was ihr wollt. Ja. Ach da, das kann ich kaufen. Pfeilspitzen kann ich aber verkaufen. Sehr cool. Auftrag, seid gegrüßt, ihr müsst die Herren der Harmondale sein. Ich bin ein Sammler selten geschichtlich bedeutender Gegenstände. Vielleicht könnt ihr mir etwas beschaffen. Also ihr seid die Herren von Harmondale. Hm. Nach viel seht ihr ja nicht geradeaus. Hm. Wir werden sehen, was der Lauf der Geschichte zeigt. Ich selber bin Historiker und Sammler seltener historischer Gegenstände. Auch Lord Markhan sammelt solche Dinge und es gibt eine bestimmte Sache, die meine Sammlung wertvoll vervollständigen würde, nämlich Parsons Federkiel. Aha. Der Kiel, mit dem der Vertrag von Pierpont am Ende des ersten Holzkrieges unterzeichnet wurde. Ich weiß, ihr habt schon mit Lord Markhan zu tun gehabt. So seid ihr schließlich die Herrin des Landes geworden. Also, wenn ich Lord Markhan in Tatilia diesen Brief bringen würde, würdet ihr sich sicher großzügig erweisen. Ich stünde sogar noch näher in eurer Schuld, wenn Lord Markhan euch diesen Artefakt wieder mitgeben würde. Ganz bestimmt würde ich dann eure historischen Taten und Siege aufschreiben und kundtun. Da muss ich auch wieder irgendwo hinreisen, ne? Mitglieder der Geistergilde. Lord Markhan. Geistergilde. Sind wir hier aber einmal rum, ne?
Viele Experten auf jeden Fall unterwegs. Nur herein. Nö, davon brauche ich nix. Bank? Ist in der Bank nur der da arbeitet? Zu Diensten? Ja. Das, sonst hast du mir nichts zu sagen, ja? Nö. Und von der Hinterseite irgendwo noch eine Tür? Auch nicht. Ich glaube, bei dem kann man doch auch, da kommt man Kreuzritter werden. Ha. So, euer Wunsch ist es, Kreuzritter zu sein. Bedenken kann ich es euch nicht. Dieses Gefühl von Stolz nach Meisterung einer historischen Herausforderung ist wahrlich unerreicht. Die Aufgabe sei simpel. Ein Drache ist zu bezwingen. Ich kenne nur den einen Fromtrax, den Herzlosen. Er haut in einer Höhle in Tatalia und quält die braven Bürger nahe seiner Höhle, so er sich dort befindet. Um diesen Jahreszeit kann man in seiner Höhle finden. Diese mag eure erste Drache sein. So lasst mich euch begleiten und euch mit Rat zur Seite stehen. Und lasst uns den von dannen ziehen und dieser Kreatur schwarzes Blut vergießen. Boah, ob wir den schon schaffen? Ich glaub nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den schon schaffen. Ganzen Drachen. Ihr wollt also kämpfen. Ja, nun, ihr habt den richtigen gefunden. Zumindest für den, die von euch die Ritter sind. Wenn ihr keine Ritter seid, lernt ihr zwar immer noch etwas dazu, aber nicht so viel wie von einem Ritter. Markenzeichen des Campen sollte immer dessen Courage sein. Ich kann euch zu Campen ernennen, aber bevor ich das tue, müsst ihr mir euren Mut im Kampf beweisen. Die meisten Leute sind im inneren feige Angstheschen. Ich bezweifle, dass diese bei euch anders ist. Aber falls ihr es doch wagen wollt, soll das eure Aufgabe sein. Vernichtet alle Untoten im Geisterhaus im Tal der Hügelgräber. Wo ist dieses Tal? Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Vorsicht auf euren Wegen. Kann ich euch helfen? Willkommen, tretet ein. Weiß immer noch nicht, ob ich Monsterkunde vielleicht mal lernen soll, ne? Aber nur, wenn ich Gold überhaupt sonst. Sonst bringt das nichts, würde ich sagen. Kann die ja auch einfach umhauen, die Monster. Muss ja nicht wissen, was ich umgehauen habe. Bill Lexka ist vielleicht ein Krimineller, aber er hat von Zeit zu Zeit auch für die Krone gearbeitet. Spezialaufträge, offizielle Abstreiten, alle Verbindungen, Spionage, solche Sachen. Eine ganze Reihe von merkwürdigen Vorkommnissen kann mit Bill selber in Verbindung gebracht werden, nicht aber mit der Krone. Seid mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass die Truppen der Königin es nicht schaffen würden, einen einzigen Mann zu finden und zu verhaften, selbst wenn er sich in der Kanalisation versteckt? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nein! Oh! Och nein. Greift der mich an, ne? Wo waren wir? Wir haben ja eigentlich nur den einen Typen da mitgenommen. Und sonst haben wir noch nicht so wirklich was gemacht, würde ich sagen. Wissen wir, wie wir Campe werden? Wenn ich das richtig überhaupt so richtig ausspreche. Hier mal reingehen. Kopfgeldjagd, was sucht ihr? Lufthydra. Ich denke nicht, dass wir die schon schaffen.
erfrischend. Bestimmt war das auch noch ein, den wir brauchen, ne? Nein, 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 nein. Experteschwert, das muss ich auch noch machen, auf jeden Fall. Das muss ich definitiv noch machen. Experte Lehrer. Schönste im ganzen Land. Ein Moment. Aber was bringt mir das, wenn ich die schönste finde? Krieg ich da irgendwas? Kreuzritter, wissen wir schon, wo wir da hin müssen für... Was bist du? Bürger. Ist das eine Tür? Nein. Lass mal Gegenstand herstellen. Einfach irgendein? Seid gegrüßt, mein Name ist Claude und ich kann euch aus erst, dass ihr mir bringt, Gegenstände herstellen. Ihr wisst schon, Ringe, Umhänge. Ah, okay. Och, jetzt bin ich wieder auf die Taste gekommen. Die können wir aber ausschalten. Meine ich irgendwie mit meiner Tastatur. Ich denke nicht, dass wir das... Ne, muss ich beenden. Das ist nervig, aber da will ich morgen nochmal auf jeden Fall so ein Ding da installieren. Eine Verbesserung da installieren, damit das vielleicht klappt. Hier war Aufträge, Gegenstand, ne? Eine Rüstung schmieden. War da Gegenstand schmieden, ne? Ja. Gegenstand, was ist da? Waffe schmieden. Oh, alle wollen, dass ich nochmal zu Lord gehe, ne? Zu Lordy. Zu Lordy. Dusen. Irgendwas Besonderes dazu eigentlich? Es gibt eine Medusen, eine Brut, die sich in der Nähe in den roten Zwergenbienen eingenistet hat und gegen Magie immun ist. Diese Monster sind wirklich grauenhaft. Ich kann nur den Göttern danken, dass diese Wesen die Mine nicht verlassen haben. Was sollen wir denn dann tun, wenn sie mit unseren Stäben zu Tode knüppeln? Fragezeichen. Fehlt ein Lehrer, oder? Also ein Ausbilder. Ah ne, hier. Ihr wollt ausgebildet werden. Ich wollte auf jeden Fall gerade rummeckern, wo du bist. Aber noch bilden wir uns nicht aus. Wir gehen erst Arena. Nochmal. Nö, 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 hier ist nix. Konnte man jetzt nochmal auf meiner Tastatur? Damit glaube ich, jetzt kann ich nicht mehr raus gehen mit der Windows-Taste, meine ich. Navigator. Kann ich jetzt nicht mal einen guten Begleiter hier finden? Hier hätten wir auch noch nicht ganz rum, da haben wir den Auftrag auch noch nicht angenommen. Kreuzritter. Geld. Ach, da oben in der Burg waren wir noch gar nicht. Willkommen in des der Körpers. Heilen, verletzen, schwächen. Hammerhand. Besser die Fähigkeit. Ach, doch, das kennen wir doch schon. Heilen kennen wir auch. Schutz gegen Magie, okay. Letzten
Heilen, Verletzen, Teilen. Alles tolle Fähigkeiten, im Moment noch nicht. Willkommen in der Gilde der Siege. Auferstehung wichtig. Kostet Pamon 20.000. Alter. Tote aufwecken. Wo ist da der Unterschied? Ach, das ist, wenn sie richtig vernichtet sind, ne? Und das ist nur, wenn sie tot sind. Kann ich aber erst ab Meister. Ah, okay. Das er auch erst ab Großmeister. Okay. Ach, das ist so eine Art Gruppen hier, glaube ich, ne? Würde ich denn noch... Weil der hat ja mal recht viel Leben. Wenn der das dann auf die aufteilt, wäre das doch gar nicht so ganz verkehrt. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Heal. Den will ich auf jeden Fall haben. Was will er dafür? 15.000, Alter. Willkommen in der Gilde des Geistes. Charme. Der Zauber beruhigt eine einzelne Kreatur und beseitigt alle feindlichen Gefühle der Gruppe gegenüber. Wird der Kreatur Schaden zugefügt, wird sie sofort wieder feindlich. Aha, okay, bisher. Ja. Telepathie, Nervenschock, Charme. Lähmung heilen, Telepathie, Nervenschock. Ja. Berserker. Zauber. Achso, das war das, was nicht auf die ganze Gruppe geht. Königsreif. Oh, jetzt kommen wir zum Schloss. Jetzt geht's los. Schloss Greifenherz. Das Haupttor zum Schloss Greifenherz. Ah, da war im Greifenherz nicht die Schöne? Oft kann man ein zahme Greife über den Schloss kreisen sehen. Ja, haben wir ja schon. Ich dachte, das sind feindliche. Attacke! Was? Warum Attacke? Was ist los? Fragt mich keiner an, ne? Aha. Ist gar hier? Kann ich hier durch? Nein. Halt, ihr seid nicht befugt, diese Wege weiter zu gehen. Falls ihr König Gesserins Thronsaal sucht, er befindet sich in der Mitte des Schlosses, hinter der Haupttreppe. Alles klar. Da wollen wir auch nur hin. Wir wollen längst woanders hin. Verschlossen. Wir brauchen den Schlüssel. Warum ist denn da verschlossen? Ich dachte, hier wäre jemand. Okay. Dachte, sie erwarten mich jetzt irgendwie. Scheint nicht. Oh, das regt mich auch auf, dass ich da mal raufkomme. Ne? Ich würde sagen, dass wir jetzt mal versuchen, den Siegelring der Räuberhöhle im Nordosten Eretas zu bringen. Im Nordosten. Hier soll irgendwo eine Räuberhöhle sein. Aha. Ah ja. Dein Ritter ist verrückt. Ja, das weiß ich. Das habe ich aber gelassen. Because of that, do you know? Ist er nämlich recht stark. Ich denke mal, das ist nicht ganz verkehrt. Kandidation von Erisa. Da muss ich eigentlich nicht hin. Ich muss zur Räuberhöhle. Dafür habe ich noch keine Quest, ne? Findet den verschollenen Ort der Meditation in den Zwergenhügelgräbern.
Sprecht mit den Zwergen. Nee, hört die Laterne. Siegelring. Total, ja. Okay. Ne, dann gehen wir zur Räuberhöhle. Finde den Siegelring in der Räuberhöhle im Nordosten. Müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Eigentlich müsste die hier irgendwo sein. Oh, wie hier rüberkommen? Ja. Guter Sprung übers Wasser. Frag mich auch, ob wir da schon rein können in die Räuberhülle oder ob die doch zu stark ist. Ist da nur ein Kratzer? Warum greifst du mich denn jetzt an? Warum greift der mich denn jetzt an? Ach, das sind das nett. Tut echt weh! Warum greifst du mich denn jetzt an? Au. Oh, und die ganzen... Wo kommen die denn jetzt alle her? Gut, ich habe ja so schön vorgespeichert. Wo kommen die denn jetzt alle her? Das ist doch auch nur ein Königsreich, oder? Das habe ich nicht verstanden. Gehen wir mal auf einen anderen Weg zur Räuberhöhle. Eigentlich müssen wir hier auch noch erstmal ordentlich was freikämpfen. Aber ist vielleicht nicht ganz schlecht. Können wir nämlich Körper mal auf Experte machen. Gar keine Gegner hier, hätte ich jetzt gedacht. Das hätte ich auf jeden Fall gedacht. Hier drinne. Hallo? Nö. Ah. Fort Riverstride. Diese mächtige Fort verteidigt die östlichen Brücke auf absoluter Verlässlichkeit und Weise. Aha. Verzeiht, aber Besucher sind im Fort Riverstride nicht erlaubt. Ich fürchte, ich muss euch auffordern zu gehen. Jeder Versuch, weiter in das Fort einzudringen, wird das feindselige Akt betrachtet und entsprechend geahndet. Okay. Alles klar, dann gehen wir wieder raus. Komm ich wieder raus? Müssen wir ja nicht rein? Müssen uns ja nicht Problem, Stellen, die wir gar nicht haben, ne? Aha. Dann ist bestimmt hier irgendwo die Räuberhöhle. Wenn hier schon so ein Berg hochgeht. Ja, das könnte die Räuberhöhle sein. Was wir auch nochmal anmachen können. Sehen wir nämlich, dass uns da schon welche auf der Lauer sind. Sind die stark? Nö. Denke, wir schaffen wir recht schnell. Aber kümmere dich drum. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Easy, würde ich mal sagen. Wollen wir hier gleich irgendwo runter? Ja. Sollten wir aufpassen. Na komm. Und rum. Ist das ein stärkerer? Boah, das ist ein Bandit sogar. Da sollten wir mal hier den Weg ausnutzen. Ah, Segen nicht vergessen. Danke. Und Heldentum habe ich mittlerweile geholt. Beides war nicht drin. Ich war nicht so richtig mit dem Kampf gerade gerechnet, muss ich sagen.
machen wir erstmal Heldentum rein. Und Segen. Oh, nur die Hälfte. Ey, der backt sich hier durch. Der betrügt. Chiliri, siehst du das denn nicht? Nix sieht er. Nix sieht er. Jawohl. Wo kommen denn da nochmal zwei her? Überraschen mich aber auch heute, ne? Das hier oben müssten ja alles die Resistenten sein, obwohl das könnte Regeneration sein vielleicht? Habe ich mir Regeneration gekauft? Nee, nicht gekauft. Wollte ich noch machen, wenn ich Handeln besser hab. Was ich mittlerweile jetzt ja auch hab, bin ich ja auch Experte jetzt. Ich denke mal, das ist recht wichtig. Hey, Angsthase. Oh, jetzt muss ich da bestimmt ganz runter, ne? Oh, nein. Das ist Bergsteigen, würde ich sagen. Ist vielleicht doch ein Bergsteig-Simulator hier. Ja. Ich kann doch auch jetzt Federfall aktivieren. Und dann ist das doch egal. Ja. Aha. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Sind wir aber trotzdem wieder hoch, ne? Federfall andersrum, gibt's da was? Fliegen, ne? Aber Fliegen wird wohl noch ein bisschen dauern, bis ich mir das leisten bzw. finden werde. Aber die Hintergrundmusik ist eigentlich, finde ich, relativ entspannt. Mag ich ganz gerne. Truhe, die können wir ja nochmal mitnehmen. Und ich würde eigentlich gerne auch vorher nochmal Körperexperte werden. Gut, wenn wir die alle weg haben, haben wir bestimmt genug Geld. Kannst du nicht mehr auf einen fokussieren? Obwohl es sind eigentlich auch nur Räuber ohne wirklich einen Bogen oder sowas. Das ist nicht so schlimm, wenn sie abhauen. Nur sie dürfen natürlich nicht zu nah rankommen. Könnt bei ihr mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Und zwar hat sie auch jetzt Verletzen. Gut. Braucht nur 4 und der braucht nur 2. Macht aber ganz gut Schaden, finde ich. Eigentlich eine ganz gute Fähigkeit. Na komm, hau ihn weg. Machen wir es im Nahkampf. Müssen wir ja auch mal, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Boah, ich wollte gerade sagen, kann er kein normaler Bandit gewesen sein hier, oder Räuber oder was das sind, oder Schurken. Hilfe! Überhaupt kein Problem! Was sind das denn noch für Gebäude?
müssen wir nachbuffen. Wegen... Eigentlich sollten wir auch keinen Schaden bekommen, bis die hier sind, müssen die weg sein. Können wir den trotzdem noch mal hochheilen? Oder auch gar nicht. Sind gar nicht weg. Oh, ist das nervig. Hab ich gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Nee. Egal. Ah, jetzt brauche ich nicht mehr heilen, jetzt ist es eh vorbei. Die anderen haben genug Leben. Gehen wir wohl mal gleich zur Kirche dahin. Nehmen wir uns erstmal wieder. Wird ja auch immer teurer, ne?